Hallo. Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und dir? Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Maria. Wie alt bist du, Maria? Ich bin 9 Jahre alt. Und wo wohnst du? Ich wohne in Pitești. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester und ich habe einen Bruder. Wie heißt deine Schwester? Meine Schwester heißt Antonia. Und wie heißt dein Bruder? Mein Bruder heißt Alexander. Sehr gut. Wie heißt unsere Geschichte von heute? Unsere Geschichte von heute heißt Vivienne der Schmetterling. Okay, kannst du bitte schon die Geschichte lesen? Ja. Lies bitte schon. Vivienne der Schmetterling. Vivienne der Schmetterling hat 2 große bunte Flügel. Vivienne kann von einer Blume zur anderen fliegen. Sie sitzt gerne auf Rosen, wo er seinen schönen Duft riechen kann. Vivienne kann singen und seine Stimme ist wunderschön. Er lebt neben einem Fluss, aber er kann nicht schwimmen. Vivienne ist sehr süß und die Kinder wollen ihn fangen und mit ihm spielen, aber er können nicht. Vivienne kann sehr, sehr schnell fliegen. Vivienne kann nicht essen, aber er kann trinken. Sie kann oben auf einer Blume sitzen und er kann den Nektar trinken. Das ist Viviennes Essen. Okay, sehr gut, Maria. Sag mir bitte, wie heißt der Schmetterling? Der Schmetterling heißt Vivienne. Okay, was hat Vivienne? Vivienne hat 2 große bunte Flügel. Okay, kann Vivienne fliegen? Ja, Vivienne kann sehr, sehr schnell fliegen. Okay, wo sitzt Vivienne gerne? Vivienne sitzt gerne auf Rosen. Wo lebt Vivienne? Vivienne lebt neben einem Fluss. Okay, sag mir bitte, kann Vivienne essen? Nein, Vivienne kann nicht essen. Okay, was kann Vivienne machen? Vivienne kann trinken. Was trinkt Vivienne gern? Vivienne trinkt gern den Nektar. Okay, sehr gut, Maria. Das ist alles. Tschüss. Tschüss.